Sudela, jetzt müssen wir mal gucken. Wir nehmen einmal Tempo. Spiel jetzt halt mal ein bisschen, ne, aggressiver hier. Also wenn die alle oben stehen bleiben, dann jumpen die Kollegen halt nicht rum, was ganz praktisch ist. Fuck it. Ich hab ein bisschen verkackt hier gerade. Müssen alle rein da. Irgendwie habe ich meine Inka nicht gezogen. Das war jetzt ein bisschen fail. Ein bisschen verdrückt tatsächlich. Nein, ich bin das Liebfläche. Die war in dem ganzen Scheißdreck drin. Ich habe hart verkackt, aber es ging trotzdem. Ich habe richtig hart verkackt. Ich habe die Sleepfläche nicht gesehen, ich wäre fast gestorben, ne? Ah, das war jetzt nicht gerade eine Glanzleistung, aber es hat gepasst. Scheiße, du. Also, die sollten alle sterben, das hat gepasst, aber ich sollte nicht in der Sleepfläche landen, ne? Das war nicht so nice. Hallo, löse aus, wie wär's? Nein, komm rein da, rein da, rein da. Ich hasse dich so sehr. Er hat den abgekriegt, ne? Also, ich weiß nicht, wie er den jetzt abgekriegt hat, aber es hat irgendwie gepasst. Interesting. Komm, 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 schnell, schnell. Nein, es bleibt doch nicht stehen. Durch was ist jetzt der Worry gestorben? Okay, der charge jetzt dann gleich ran, aber der andere wirbelt. Also die zusammenzuziehen ist schon immer sinnvoll, aber man muss immer ein bisschen aufpassen. Wenn er sein Feuer macht, jetzt muss man weg. Weil das hittet natürlich schon relativ krass. Teilweise scheint das auch eine weitere Range zu haben, als man es sehen kann. Kann das irgendwie sein, dass der Heiler nicht so ganz Bock hat, mich zu heilen? Irgendwie, ich bin die ganze Zeit auf Low Life. Okay, jetzt haben wir ein bisschen treffen lassen, das wird jetzt nicht so top. Okay, Feuer kommt wieder. Ich ziehe ihn schon mal weg, dass der Worry was anderes DPSen kann. Wo kommt denn der jetzt her? Oh, wir haben ihn irgendwie an die Mauer chargen lassen. Haben wir denn keinen Schaden? Das gibt's ja gar nicht. Wenn wir haben jetzt halt diesen kleinen Spackenmob da noch an die Hacken. Der ist fürs Achievement, meine ich. Wäre echt tufte, wenn man ein bisschen hochgeheilt werden würde. Okay, er macht wieder so einen Wirbel an. Ich ziehe jetzt da mal keine Inka mehr, das lohnt sich glaube ich nicht mehr. Ich hasse das. Egal wo ich stehe, die erwischen mich trotzdem, ne? Da hätte ich doch nur inkern sollen. Na komm, töten wir ihn. Perfekt. Der kleine Dude, der da rauskommt, der ist, meine ich, fürs Achievement. Da musst du mit dem einen Roboter irgendwie an den Rand was ranchargen und dann kommt der runter und den musst du töten, dann kriegst du da noch... Ich hab noch keinen Roll ready. Dann kriegst du da noch ein bisschen was extra. Nein, laser doch jetzt nicht hier rüber. Okay, jetzt laser da runter, passt. Bisschen raus.
Mal gucken, wie viele Leute sterben, weil sie sich nicht verstecken. Also ich pull jetzt die Kleinen extra nicht mit, ne? Weil ich wieder keinen Bock habe, dass die boostern. Wahrscheinlich könnte ich da auch wesentlich später rauslaufen, ne? So ein bisschen mehr Risiko. So noch 2-3 Hits mehr durchdrücken und dann erst weg. Ich finde immer Boss-Buff und Bowstring eine Kack-Kombo. Weil normalerweise, wenn du quasi Ding-Buff hast, ne? Boss-Buff. Wie haben wir jetzt die alle geaddet? Das ist jetzt ganz schlecht. Das ist jetzt ganz, ganz schlecht. Jetzt sind die alle geboostet. Ich habe da nur irgendeinen Feuerscheiß gesehen. Wenn die jetzt halt gleich hochgehen, rumst es halt richtig rein. Weiß nicht, ob ich das überlebe, ehrlich gesagt. Ja, die hätten wir nicht alle boostern sollen. Also ich war an der Säule gestanden, das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Das war eigentlich nicht das Problem. Ich glaube, da ist irgendeine AOE rein. Aber ich kann es jetzt nicht zu 100% sagen. Na gut, 2 Tote haben wir, das ist noch okay. Das Ding ist, wenn die halt geboostet sind, dann hochgehen, dann rip ich halt auch. Ich glaube, 6 Boosters oder so. Oder was? Oder wie viele da tot waren. Vielleicht war das jetzt sogar schneller, ne? Weil wir nicht die Packs einzeln spielen mussten. Och komm! Da unten war die Sleepfläche noch? Ernsthaft? Ich hasse das immer, wenn es unter dem Wasser ist. Oder quasi auf irgendwelchen Schrägen. Das ist auch immer richtig nervig. Jetzt pullen wir die einzeln raus. Nein! Wir boostern halt die Maschine hoch! Also jetzt bin ich mir 100%ig sicher, dass ich das nicht versehentlich gebodypullt habe. Nein, die boostert nicht? Doch, es boostert. Der Hexer schreibt, my bad. Ja. Also jetzt bin ich mir 100%ig sicher, dass vorher nicht ich gebodypullt habe, weil da war ich vorhin auch gestanden. Ich habe vorhin den Key schon mal gelaufen. Sondern, dass da halt wieder reingeschossen hat. Diesmal habe ich es so 100% gesehen, ne? Rausgepullt, irgendwie hat da voll reingerödelt. Also einfach nur unnötig. Komm, ich ziehe jetzt meine CDs für die hier. Potte ich da auch mal. Der war schon lange offen. Ich habe auch nicht gesehen, dass er seinen kicken kann. Das war jetzt ein bisschen spät. Das war ein bisschen unnötig. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall Schaden dabei. Wesentlich mehr als mit der letzten Gruppe. Gut, der Stun. Und ich habe gleichzeitig meinen Desorientieren schaut. Bloß mit dem Dispeln hat der Heiler es nicht so. Kann das sein? Ah, jetzt. Okay. Wartet der immer auf 4 Stacks? Kann das sein? Weiß ich nicht. Kann natürlich Sinn machen, ne? Haben wir den schon CC'd? Okay. Wollte gerade sagen. Im letzten Moment kam der Frog, ne? Ich wollte gerade hinlaufen, meinen Stun noch wirken, weil mein Desorientieren nämlich schon raus. Okay, auf geht's. Also ich mache jetzt nicht mehr solche Späße mit denen da komplett hinziehen. Weil das leider so oft schief geht. Ich kann ihn in die Nähe ziehen, aber ich mache das jetzt nicht mehr.
auf der Heiler dispelt mich? Alter. War aber ein bisschen spät, ne? Wenn da ein paar Ticks durchgehen. Das macht so einen Schaden, dieser Debuff. Vor allem mit Boss-Buff. Hallo? Alter. Ich heim mich jetzt selber hoch. I don't know, was der Heiler da verzapft. Heilige Scheiße. Er hat mich halt übelst so schon runterdroppen lassen. Auf 50k, dann kommt der Debuff. Ich dachte, bin tot, muss alles ziehen, ne, dass ich nicht sterbe. Das ist eher unschön, sag ich euch ganz ehrlich. Hätte ich doch Inka für den Boss aufbewahren sollen. Hätten jetzt dann gleich wieder HT ready. Wisst ihr was? Fuck off. Ich zieh's jetzt hier einfach. Und rödel jetzt hier einfach ein bisschen durch. Weil ich will es zwar eigentlich oben für diese ganzen kleinen Mobs haben, aber egal. Dann mache ich zwar overall weniger Schaden, aber dann kann ich später nochmal fürs andere Pack ziehen. Wenn wir jetzt einen Hexer, wir können da ein bisschen durchskippen. Wie ist der Heiler da jetzt bitte schön gestorben? Fuck, jetzt kann ja keiner den Debuff dispeln. Ich hätte ihn Battle retzen sollen. Okay, der Debuff ist verschwunden. Ich dachte mir halt jetzt gut, ein paar Sekunden, ne? Dann wäre Retz wieder ready gewesen. Komm, ich heile mich jetzt selber hoch. Wir werden wahrscheinlich eh ein Gate kriegen, oder? Gate? Ja, wahrscheinlich hätte ich mir Enke aufheben sollen, jetzt für diese ganzen Kleinen, ne? Da macht es natürlich schon Sinn. Da hat einer auf den Dings draufgeschossen, ihn aber nicht instant gekillt. Ja, da hätte ich jetzt gerne Inka gehabt, ne? Der Warrior hat kurz Aggro gezogen, habt ihr das gesehen? Wenn nichts ready. War eine dumme Idee, das beim Boss zu ziehen. Weil jetzt habe ich es dann gleich wieder ready, wenn wir das Single-Target-Mob haben, ne? Weiß ehrlich gesagt nicht, ob das da Sinn macht. Ready Hatties. Nehme jetzt mal wieder selber hoch.
zieh's jetzt hier nicht. Ich zieh's bei dem einen Pack gleich hinten. Warte mal, war da gerade der Einschlag? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen dumm im Einschlag stehen geblieben. Also wenn ich den, wenn du den hier hinten reinziehst, dann müssen halt die Ranges, seht ihr da hinten, gar nicht moven. Das ist halt so ein bisschen der Hintergrund. Immer zwei Ranges plus Heiler, ne? Müssen halt quasi nur drei Leute moven. Nur zwei Leute moven und die anderen können theoretisch da hinten stehen bleiben. Außer du hast natürlich so einen Heiler, der in Melee-Range mitgeistert, wie so ein Paladin oder ein Monk. Dann ist halt immer noch eine andere Sache. Sollen wir versuchen, Speedy zu flitzen oder ein bisschen safe? Ah, shit, jetzt bin ich natürlich genau zu spät dran. Das ist jetzt bescheiden. Ich mach safe, mach nicht Speedy. Gonzales. Passt. Dann machen wir Pot. Alles an und auf. Schauen wir mal, was geht. Jetzt werden hier durch den Speer immer wieder in das Schild reingezogen. Den Worry sogar noch überholt, ne? Mit meinem 60k Reinrödel-Taktik hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich lieber Inka für den Boss aufhebe. Wisst ihr, was ich meine? Dass der Boss ein bisschen safer ist. Achso, der Hexer war gar nicht hier, sehe ich gerade. Schafft's gerade nicht herzulaufen, oder was? Oh. Okay, auf geht's. Das ist... Oh fuck. Das ist wohl der nervigste Boss. So, die Frage... Wir haben eigentlich zwei Ranges. Eigentlich müsste ich nicht mitziehen. Aber die stehen nicht an diesem Special Safe Spot. Ah fuck, ich laufe richtig in die Dinge rein. Also... Ja, schon richtig kacke gespielt gerade. Mal ein bisschen mal zusammenreißen hier. Eigentlich mit zwei Ranges muss ich nicht hinziehen. Ist, glaube ich, einfacher, wenn ich den Boss hier lasse. Obwohl, der Melee ist auch mit drauf gegangen, ne? Vielleicht ziehe ich ihn das nächste Mal lieber doch hin. Oh, fuck it. Ja, ich laufe das nächste Mal auch hin. Weil jetzt ist der Melee auf der anderen Seite. Das ist natürlich jetzt Worst Case im Endeffekt. Verlieren wir halt übelst Damage. Letzten Male, wo ich hier war, haben die Rangers immer das Ding gemacht und der Melee und ich sind eigentlich auf dem Boss geblieben. Dann musst du halt nicht großartig rummoven, aber ich ziehe ihn, glaube ich, einfach jetzt auch mit hin und gut ist, das nächste Mal so ein Teil sehe. Ja, da hinten ist es. Dann natürlich das Feuer. Hier das Ding kommt. Fuck, jetzt sind wir ein bisschen eingebaut hier. Fuck. Das war gerade nicht gut. Alles voll. Verkack gerade ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich könnte jetzt noch Inka ziehen hier. Komm, wisst ihr was? Wir machen es jetzt safe. Ich ziehe jetzt hier noch Inka. Habe ich zwar bei den zwei Spinnen nicht. Aber wenn ich jetzt nur irgendwie dumm wegrip. Shit, Flamme.
Okay, da hat es einen erwischt. Irgendwann sind aber hier auch 10.000 von den Zahnrädern. Kannst du bald nicht mehr vernünftig dodgen. Also, was ich jetzt da gerade an Zahnrädern gefressen habe, das kannst du gar nicht mal sehen. Das war nicht gut gespielt, sag ich euch ganz ehrlich. Das war nicht gut gespielt. Okay, der Schuss geht jetzt da hoch. Jetzt laufen wir da mal kurz rum. Ich hätte meine Inka doch nicht ziehen sollen. Jetzt habe ich es beim großen Pack noch nicht, ne? Das ist eigentlich nicht so gut. 10 Minuten, ein bisschen schicken. Dann ist jetzt noch... 2 Minuten, ne? Das ist maximal RIP. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht alles dazu pullen hier beim großen Pack. Eigentlich können wir den hier noch mitnehmen. Ich hab zwar jetzt keine Inka ready, aber... Kommt da raus. Das ist jetzt extrem beschissen. Ich hasse diese Felder echt. Fuck, wir haben den Großen auch noch geaddet. Hier geht eine Orb hoch. Also jetzt ist Polen aber richtig offen. Uff! Fahren die Bows dann jetzt gleich alle. Soll ich Inka jetzt hier noch einfach reinwerfen? Komm, scheiß drauf. Bevor ich jetzt sterb. Ah, das ist so eine gewastete Inka. Also ich weiß jetzt nicht, wer oben noch gepullt hat, aber jetzt boostert der halt übelst hoch. Also das war ziemlich unnötig. Also klar, wir müssen den spielen. Aber den hätte ich halt dann einzeln gemacht, weil ich hatte noch nichts ready. Ist der halt gebufft bis zum geht nicht mehr, ne? Also wir wollen jetzt einen Gate-Skip machen. Das ist auch immer eine 50-50% Chance, dass das funktioniert. Okay, wir... Achso, erst haben wir schon einen Heal. Okay, passt. Der muss es wirklich ganz steil machen. Ich glaube, er muss weiter unten machen, weil so werden wir adden. Ja, wir adden. Okay, ich bin rausgekommen. Hey, irgendwie ist sein Geso auch weg gewesen. Keine Ahnung. Das hier ist immer so eine 50-50-Geschichte, dass das klappt. So, Boss. Er hätte es, glaube ich, schräger machen sollen. Okay, let's fetz.
versuche jetzt mal ein bisschen vorsichtig zu spielen hier. Das ist mal versucht, den wegzuziehen. Castet ständig, was ich... Also diesen Boss, ne, den irgendwo hinzuziehen, das kannst du knicken. Ständig irgendwas am Casten ist und dann nicht mitkommt. Ich hasse den. Also wir haben eigentlich Zeit. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen vorsichtig zu machen. Ich glaube, meine Inka werde ich auch in der... Komm, ich mache das jetzt mal weg. Meine Inka werde ich auch in der zweiten Phase ziehen. Mit HT und gut ist. Oder kann ich vielleicht sogar zweimal inkern? Na, wahrscheinlich nicht, ne? Komm, ich delayse. Bombe kommt von da drüben. Wäre halt Giga, wenn wir das hier schaffen würden. Dann müsste ich hier nämlich nicht mehr rein. Oh, warte mal, ein bisschen rum hier. Einmal im Kreis gedanzt. Würde den da ganz gern rauskriegen. Musste da fünfmal weglaufen. Bis er dann wirklich quasi mal mitkommt. Na komm mit. Ich hasse dich. Mondfeuer-Action. Normalerweise kann ich bei dem Laser easy stehen bleiben, wisst ihr? Also, das Tank ist jetzt nicht so krasser Schaden, wenn du einen... Ich hätte inkern sollen. So lange, wie wir jetzt hier rummachen, ganz ehrlich. Hätte wahrscheinlich dann easy nochmal eine Inka rausgekriegt, ne? War eigentlich dumm. Eigentlich. Aber jetzt haben wir HT, dann kann ich mit dem HT und Inka auf den Boss durchprügeln. Wisst ihr, was ich meine? Ah, fuck, genau in meinem Spot ist die Bombe. Ich will eigentlich ganz in die Ecke gehen. Okay. Fuck, da fliegt hier noch eine Bombe auf mich. Okay, der Heiler hat kein Mana mehr, sehe ich gerade. What? How? Du hast 13% da noch. Ich muss da weg. Ich weiß immer nicht, wie weit ich hintergehen kann, ne? Nicht, dass der Boss wen anders hittet. Das ist immer so eine Sache. Also jetzt in Shadowlands bin ich hier noch nie runtergefallen, aber mich hat einmal eine Bombe runtergekickt. Da war ich auch hier in der Ecke gestanden, eine Bombe fliegt an und hat mich hier runtergekickt und dann fliegst du einfach. Fuck it, da kommt eine Bombe. Musste ich da einmal vorlaufen. Bin quasi eine gerade Linie in meinem Strahl gelaufen, dass die Bombe mich nicht kicken kann. Okay, was habe ich jetzt noch? Ich habe noch eine Wall. Ich habe noch ein Gesu. Ich habe noch zwei Walls und ein Gesu. Sonst habe ich nichts mehr. Okay, das ist ein Link-Tote. Ich werde jetzt einfach mal eine Wall ziehen. Fuck it, ich will nicht runterfliegen. Jetzt muss ich da in die Ecke rein. Okay, der Heiler ist tot. Dann wollen wir einmal. Setzen den Heiler. Aber should be fine. Fuck, jetzt ist der nächste gestorben. Gesu noch rein. Nächste Battle Rats. Easy. Mechagon haben wir auch im Sack. Easy. So, jetzt fehlt nicht mehr viel, oder? Jetzt fehlen nur noch die zwei Karakis. Holy Macaroli. Yeah.
Komm, Handgelenke oder sowas will ich jetzt hier haben. Nein, ich... der ist richtig gut. Der hat Max Versa drauf, der Rücken. Aber ich habe mein Legendary jetzt auf dem Rücken, ne? Kann ich es umcraften? Der ist halt richtig gut, weil er so viel Versa drauf hat. Habe ich denn... Gib mir einen Ring. Ach, das ist mit Magieschaden absorbt. Das ist nicht so schlecht. Den könnte ich mal für übelstes Death Gear hernehmen. Ja, wunderbar.